Der Bau der Mauer war durch die Sowjetunion und ihre Verbündeten im Ostblock der Versuch, das, was sie im Inneren in ihrem diktatorischen System betrieben, nun auch außenpolitisch mit festen eben Mauersteinen, so gut es ging, durchzusetzen. Zugleich war aber sozusagen von der ersten Stunde an klar, dass der Bau der Mauer in Berlin vollkommen jedem Ost- wie West-Berliner Bürger gänzlich gegen den Strich und das Gefühl ging. Und daher war mein Eindruck, es geht hier wirklich nicht um eine neue Grenze, die sich einfach durchsetzen lässt, sondern hier werden Mittel verwandt, die auf die Dauer niemals von Bestand sein können. Die Bürger werden sich immer dagegen auflehnen, aufgrund ihrer ganz normalen menschlichen Empfindungen. Das Einzige, was jemand wie ich, auch schon im damaligen, natürlich noch wesentlich jüngeren Alter als heute, sich fragen mussten, von Bestand wird sie nicht sein, aber ob ich es erlebe, dass sie abgeschafft wird, das kann ich nicht vorhersagen.